Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Na, von was? Von Let's Play Gothic natürlich. Dieses Mal machen wir uns auf, um den letzten Fokusstein in unsere Hände zu reißen und... Ah, ich Vollidiot, das habe ich jetzt erst geschnallt. Ich habe aus Versehen, ja, es war wirklich aus Versehen, beim letzten Mal diese Streitkolben verkauft, diese tollen Hämmer, die ich hatte. Und ich wollte doch eigentlich einen guten zumindest aufbewahren, um vielleicht gegen entsprechende Steingolems, die später auch nochmal auftauchen, gewappnet zu sein. Sehr gut gemacht, Alex. Sehr, sehr gut. Na gut. Zur Not kann ich die ja immer noch zurückkaufen, wenn es sein muss. Von diesem Torres. Vielleicht finde ich ja auch noch einen anderen guten Hammer oder sowas in der Art. So, ihr beiden niederen Rangtypen. Ihr seid meine Achtung gar nicht würdig. So, und darüber. So fehlt uns also nur noch ein Fokusstein. Stellt sich mir ein wenig die Frage, wen können wir denn diesmal begegnen? Diego sind wir schon begegnet, Milton auch schon, Lester auch schon. Fehlt also noch eine vierte Person, der wir wahrscheinlich rein zufällig genau an der Stelle begegnen werden, wo wir hin müssen. Und, tja, ich denke mal, die meisten dürften drauf kommen, wer es ist. Wenn nicht, dann lasst euch überraschen. Es ist auch nicht mehr allzu weit weg. Wir sind eigentlich schon ziemlich nah dran. So, schwimmen wie ein wahrer Meister. Hier sind wir nämlich in der richtigen Gegend. Und da vorne steht er auch schon. Und die Gegner, davon werden wir noch ein paar mehr treffen. Snapper! Und gone. Hallo, Neuer. Wie du siehst, ist die Kolonie ein kleiner Ort. Man läuft sich hier ständig über den Weg. Ja, das stimmt wohl. Was führt dich denn hierher? Oh, ich versuche einer alten Legende auf die Spur zu kommen. Eine Legende? Ja, Milton, mein Kumpel aus dem alten Lager, hat mir erzählt, dass hier einst Mönche lebten. Das war natürlich lange, bevor es die Barriere gab. Sie sollen einem Gott gehuldigt haben, der seinen Anhängern die Macht gab, sich in Tiere zu verwandeln. Bestimmt gibt es hier noch Schätze aus der alten Zeit. Was führt dich hierher? Ein Fokus, aber direkt hinter mir ist ein Snapper. Das beunruhigt mich so ein bisschen. Ich suche einen magischen Fokus. Er muss irgendwo in dieser Gegend sein. Was du suchst, befindet sich vielleicht innerhalb der Klosterruinen, dort jenseits der Schlucht. Gott, ist das beunruhigend. Das ist voll Psycho. Wir können unseren Weg gemeinsam fortsetzen. Gute Idee. Hier wimmelt es nur so von Snappern. Einzeln sind sie für einen geübten Kämpfer zwar kein Problem, aber sie jagen meistens in Rudeln. So ein Rudel kann auch den gewieftesten Schwertmeister in Fetzen reißen. Wir gehen also zusammen? Okay. Doch bevor wir über diesen Baumstamm balancieren, möchte ich die Schlucht darunter erforschen. Ich habe gerne einen freien Rücken. Komm mit. Ich habe einen Weg entdeckt, der uns dorthin führt. Alles klar. Biester sind wirklich saudum. Schöne Aussage, Gorn. Diese Biester sind wirklich saudumm. Vor allem, weil sie sich mit dir anlegen und du hast eine schöne Zweihandwaffe. Ah, die würde ich ja gern benutzen, ne? Aber, naja, da werde ich wohl so leicht nicht rankommen. Ja? Oh, achso, hier lang. Hättest du nicht eine etwas andere Kurve einschlagen können, vielleicht früher? Und schneidet diese Axt nicht ein bisschen in dein Bein? Naja, nicht mein Problem. Vor allem deine Axt hat auch so einen riesengroßen, langen, coolen, gemachten Griff. Das finde ich echt stylisch. Snapper! Die Biester sind wirklich so. Yo, Gorn ist ganz schön auf Zack. Der teilt eigentlich im Nahkampf von allen, den ganzen anderen Leuten im Vergleich zu Diego und Lester am meisten Schaden aus. Und zwar wirklich einen beachtlichen Unterschied. Noch mehr Snapper! Ein für jeden von uns, oder? Die Biester sind wirklich saudumm. Ja, danke Gorn für die Hilfe. Danke, dass du hier einfach direkt weiterrennst. Anstatt mir vielleicht mal zu helfen oder so, aber nein, das macht er ja nicht. Und hier? Das nenne ich Glück. Hier scheint eine Vorratshöhle gewesen zu sein. Übernimm du jetzt die Führung. Ich wollte nur sicherstellen, dass bei unserer Rückkehr hier keine Überraschung auf uns wartet. Achso, okay, das macht Sinn. Hier gibt's einen Trank und was ist hier? Ah, die Truhe ist sogar auf. Ein Feuerpfeil, noch ein Pfeil, Erzbrocken,
einige Schwerter und Verwandlung Fleischschwanze. Und ein Schlüssel, okay. Was für ein Zufall, dass der genau hier unten rumlabert. Na, ja, irgendwo werden wir dafür schon einen Verwendungszweck finden. Und ihr hört, mein Wellensittich Pitti macht mal wieder ein bisschen Radau. Der hat wohl wieder Hummeln im Hintern. Na, Pitti? Hummeln im Hintern? Ja. Kaum rede ich ihn an, ist er still. Na, Pitti? So ist das richtig. Genau, genau. Es geht jetzt schon los. Diese verflucht dumme KI. Ah, wo ist der jetzt schon wieder hängen geblieben? Go on. Go on. Ich hasse die KI. Und Gorn ist erstaunlicherweise der dümmste von allen. Hä? Wo ist er hin? Bin ich blind? Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Ich werde jetzt mal sicherheitshalber nicht speichern. Ich werde mal einen Geschwindigkeits... Obwohl, nee, das wäre jetzt Unsinn. Ich kann nur hoffen, dass der jetzt dorthin teleportiert wurde, wo wir hin müssen. Weil hinter mir ist er eindeutig nicht. Eigentlich sollte ich ja die Führung übernehmen, hat er mal erwähnt. Also, entweder habe ich gerade nicht aufgepasst, ist er genau mir vorbeigelaufen, ich habe nichts gemerkt. Irgendwie... bisschen mysteriös. Ah, Snapper. Ist Gorn da hinten vielleicht? Ich hoffe es doch mal. Da ist er ja wirklich. Hilf mir! Hau zu! Geht doch, Gorn. Aber na gut, eigentlich ist das ziemlich praktisch, dass der jetzt schon hier oben ist. Denn dadurch kann ich mir dieses Balancieren über diesen Baumstamm mit ihm sparen. Denn ich kann mich an früher erinnern, wenn ich manchmal öfter mit dem mich balanciert habe, mit diesem Baumstamm, ist er immer wieder runtergefallen. Ich habe es nicht hinbekommen, den hier runterzukriegen. Das war extrem nervig. Oh, eine verschlossene Tür. Was machen wir nur? Gorn. Dieses verfluchte Tor. Man erzählt sich, dass bisher kein Mensch in der Kolonie es öffnen konnte. Die kleinen Biester da drüben scheinen die einzigen zu sein, die es geschafft haben, in den Innenhof zu gelangen. Aha. Interessant, Gorn, echt interessant. Und ich bin nicht wie der Rest der Kolonie anscheinend komplett dämlich. Deswegen ich die jetzt gerade eben gefundene Schriftrolle... Wo haben wir sie? Verwandlung Fleischschwanze einfach mal benutzen werde. Und so sieht das dann aus. Süß, oder? Jetzt bin ich eine Fleischschwanze. Ja, und jetzt krabbel ich hier drunter durch, richtig. Sieht bescheuert aus, ist auch vielleicht bescheuert. Und jetzt mit einem Druck auf Enter, das wissen viele nicht, verwandelt man sich zurück. Da haben schon viele Let's Player und auch generell normale Gothic-Spieler. Nein, ich denke eher an Gothic-Spieler, weil da hängen die meisten rum und denken sich, verdammt, wie verwandle ich mich zurück? Einfach einmal auf Enter drücken, das muss man einfach wissen. Das wird einem nirgendwo erklärt. So, Gorn, wir können rein. Du hast es tatsächlich geschafft, das Tor zu öffnen. Das mit dem Zauber war wirklich clever. Los, weiter geht's. Ja, weiter geht's. Wie wär's mit einem Trank? Sogar zwei Tränken, wenn schon mal sein muss. Und dort hinten auch schon wieder ein paar Snapper zur Abwechslung. Oh, da links ist ein Zugang, okay. Aber erstmal die Snapper, die sehen so gefährlich. Hier ist ja nur einer. What the fuck? Was war das denn? Ja, spawnt direkt vor meiner Fresse. Aber ich muss Gorn zustimmen, die Viecher sind wirklich ziemlich dämlich. Ups, da habe ich was verpasst. So. Den ganzen Kram bloß nicht liegen lassen. Und nee, ich glaube, den Turm heben wir uns für später auf. Ach, nehmen wir einfach mal den erstbesten Zugang, den wir finden, den da hinten.
Wochen arbeiten wir nach und nach. Warum ist eigentlich die Framerate gerade wieder so? Ach ja, stimmt, da habe ich in einer anderen Folge schon mal erzählt. Ich glaube von Deus Ex Human Revolution und quatsche mich voll. Denn die Festplatte sammelt sich mit der Zeit ziemlich, meine Aufnahmefestplatte, und da muss ich mal so ein Programm drauf drüber fahren lassen. Driver Cleaner oder Driver Sweeper, irgendwie sowas. Und dann geht's der Festplatte wieder super. Muss ich die Nacht mal machen. Sieht aus wie ein Podest für irgendetwas. Vielleicht lag hier mal das Artefakt, das du suchst. Ja, schön. Das lag hier mal, aber ist weg. Da hinten ist nichts von Interesse. Also gehen wir mal woanders lang. Scheiße. Das war schon mal ein Schuss in den Ofen. Um es. Eine kleine Anmerkung an die Pokémon-Fans, ne? Ihr wisst, was ich damit meine. Oh, und hier ist so eine Stelle, wo so NPCs, gerade so dämlich wie er hier. Seht ihr das? Ist das nicht erbärmlich? Aber er hat es wirklich geschafft. Wahnsinn. Snapper! Abwechsel so mal ein paar mehr Snapper. Ist das wirklich sauber? Ja, hört mal auf, was soll das denn? Das ist das Problem, wenn so ganz viele Viecher gleichzeitig mich angreifen. Die können mich in so eine Art Stunlock verbannen. Das heißt, durch jeden Angriff werde ich gelähmt. Und wenn die Angriffe desto schnell hintereinander erfolgen, kann ich eigentlich nichts mehr machen, wenn ich Pech habe. Deswegen haben solchen Kämpfen Magier gewisse Vorteile, oder Bogenschützen genauso, oder Armbrustschützen, je nachdem. Wenn man auf schön weite Entfernungen, die alle schon halbwegs tot macht und platt macht, und dass man ihm im Nahkampf dann höchstens nur noch den Gnadenrest geben muss. So kann man sich den ganzen Mist ganz schön ersparen. Oh, ein Schattenläufer. Gorn, den sollten wir gemeinsam angehen, das mache ich nicht alleine. Gorn. Die Biester sind wirklich saudumm. Danke, Gorn. Boah. Ich hab's. Hast du nicht mal einen Kratzer? Wie hast du das denn geschafft? Nicht schlecht, Gorn, nicht schlecht. Was liegt denn hier? Ein Trank. Ja, ein Mana-Trank wahrscheinlich. Das hier sieht ziemlich leer aus. Okay. Aber ein paar Truhen immerhin. Was haben wir denn hier? Pfeil, Erz, Dietrich, Verwandlung Scavenger und Verwandlung Wolf. Wir wären am Anfang praktisch gewesen, doch mittlerweile ist ein Wolf nichts Gefährliches mehr. Mordred, Pfeil, bla bla bla. Und der Fokus! Der liegt hier einfach rum. Du hast dein magisches Artefakt also gefunden. Ja, ich muss den Fokus zu den Wassermagiern bringen. Sie brauchen ihn. Ich werde dich noch etwas begleiten. Alles klar, schön. Gut, hätten wir das auch erledigt und dann kann ich wohl den Rest hier nochmal untersuchen. Ach ja, immer schön aufpassen, dass Gorn auch mitkommt. Gorn. Gorni. Beweg deinen Arsch. Genau, hier lang. Hohlstöckchen. Ja, feiner Gorn. Ganz lieber feiner Gorn. Der beißt nicht, Leute, der beißt nicht. Die KI kann ja mitunter echt übelst aufregen. Dann hier nochmal ein Safe. Man weiß nie, was passiert, ob einem nicht einfach eine Horde Snapper mal wieder mitten ins Gesicht spawnt. Sehr realistisch übrigens. Sehr realistisch. Oh, hier liegt ja ein Trank mal so rum. Tja, warum nicht? Und dann kann ich mich hier links noch ein bisschen umgucken. Da war ja noch dieser Turm und so. What the fuck? Ein Troll? Wo kommt der noch einmal her? Ach du Scheiße. Was ist das für ein Riesenvieh dort drüben? Wo kommt das denn her? Sieht aus wie einer dieser fast unverwundbaren Trolle. Allerdings etwas kleiner. Wie auch immer. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir an diesem Biest vorbei. Okay. Ach du Scheiße, es greift ja direkt an. Dorn, ich lasse den vor. Die Biester sind wirklich saudumm. Hey, ein junger Troll ist das, den kann man Schaden machen. Oh shit! Fuck! Seht ihr jetzt, was ich meine? Ah. Komm, konzentrier dich mal auf Gorn, nicht auf mich. Hilfe! Gorn, mach ihn fertig! Genau so muss das, Gorn.
1000 Erfahrungspunkte. Ich hab immer was gemacht. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ja, wir haben das Monster bezwungen. Doch wenn das nur ein junger Troll war... Dann willst du wohl einem ausgewachsenen Exemplar lieber nicht zwischen die Finger geraten. So in etwa. Unsere Wege trennen sich hier. Ich werde noch eine Weile bleiben und herumstöbern. Doch wir werden uns sicher wiedersehen. Bis dann, mein Freund. Na klar, Rogorn. Mach's gut, mein Freund. So, wir haben auch den letzten Fokus bekommen. Haben wir noch so einen Troll... Wartet mal, das da hinten sieht so offensichtlich aus. Lass uns da mal hochklettern. Mal schauen, was da gibt. Ja, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4 und 5 und 6. Meine Fresse, ist das hoch. Stufe 7. Aha. Aha. Was gibt's denn da? Hinten ist eine Truhe. Und wie soll ich da rüberkommen? Wollt ihr mich veräppeln? Verdammt, da brauche ich Akrobatik. Die habe ich nicht. Telekinese hilft mir nichts. Und sowas wie Levitation gab's in Grafik 1 nicht, ne? Ne, leider nicht. Schade. Fuck. Weil den Sprung, den schaffe ich nicht. Ich kann's probieren, aber... Werde ich eh nur sterben. Geronimo! Yo. Seht ihr, elegant wie ein Maultier und geladen. gut, ich habe meine Hörner abgestoßen. Ich weiß, ich komme dann nicht rüber. Ihr habt noch diesen einen Turm da hinten. Ob es da wo was Interessantes gibt? Ach, schauen wir mal lieber nach. Better safe than sorry oder lieber Vorsicht als Nachsicht, wie man so schön sagt. Hier runter, da runter, noch das hier und noch das. Runter geht halt immer schneller als höher. Kennt man von jeder Treppe. Ich wäre ja wahrscheinlich schon ziemlich fertig, wenn ich allein nur diese Stufen hinaufgestiegen wäre, wie er gerade. Sich an jeder einzelnen hochziehen, sich selbst. Boah, das ist sicherlich anstrengend. Gut, wenn ich unter meinen Verdammt, hier ist ja gar nichts. Wird immer besser. Na gut, dann gehen wir halt direkt zurück zu den Wassermagiern, zum Saturas. Genau. Obwohl, hier die Fleischwanzen brauche ich nicht mehr. Ach. So. Und ich habe keinen Mana mehr. Das Timing, perfekt. Wo haben wir es denn? Hier. Wo haben wir es? Da, Rabenkraut. Genau. Und back to business. Da wären wir. Hi, Satu! Was auch immer. Wir haben alle Fokussteine. Endlich. Sei gegrüßt. Grüß dich selbst. Ich habe in der Trollschlucht einen Fokus gefunden. Unglaublich! Nun haben wir schon insgesamt 4 Fokussteine. Nur noch ein einziger fehlt uns. Dann haben wir alle ursprünglichen Steine in unserem Besitz. Du hast unserer Gemeinschaft schon jetzt sehr viel Ehre erwiesen. Finde den letzten Fokusstein und unsere Befreiung steht kurz bevor. Du hast die Teleport-Spruch. Ja, perfekt. Und wie froh wird er jetzt wohl sein, wenn ich ihm noch den letzten präsentiere, ha? Ich habe in der Klosterruine einen Fokus gefunden. Gorm, der Söldner, war dort und hat mich bei der Suche unterstützt. Fantastisch! Nun haben wir alle 5 Fokussteine in unserem Besitz. Deine Taten sind von unschätzbarem Wert für unser Lager. Sei dir meines ewigen Dankes gewiss. Gehe nun zu Riordian. Er wird dir einen Ausgleich für deine unermesslichen Mühen geben. Sprich auch mit Kronos, dem Hüter des Erzes. Auch er wird dir ein Geschenk unserer Gemeinschaft überreichen. Alles klar, wie geil. Können wir diesen Erzhaufen jetzt sprengen und das war's? Das wäre ja saucool. Kann nun die Sprengung des Erzhaufens beginnen. Wir haben jetzt alle Artefakte zusammen, die unser großes Vorhaben benötigt. Doch die Erschaffung der Barriere wurde von 12 Magiern durchgeführt, um die gewaltigen Energien zu kontrollieren und in die richtigen Bahnen lenken zu können, sind wir Wassermagier nicht genug. Was machen wir dann? Mir ist bewusst, dass du schon sehr viel für unsere Gemeinschaft getan hast und wir stehen tief in deiner Schuld. Doch im Interesse aller Koloniebewohner muss ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten. Was denn noch?
Ein weiterer Gefallen? Ja. Begib dich ins alte Lager und versuche, einige der Feuermagier für unsere Sache zu gewinnen. Die Feuermagier? Warum sollten die Maden den Speck verlassen wollen? Ein Zusammenbruch der Barriere würde ihre Machtposition zunichte machen. Genau aus diesem Grunde musst du dich um diese schwierige Mission kümmern. Du kennst Leute aus allen Lagern der Kolonie. Erinnere die Feuermagier an die alten Zeiten, als wir noch gemeinsam die magischen Künste studierten. Na super, das wird ja ganz easy. Ich werde mein Bestes versuchen. Nun gut, ich werde versuchen, die Feuermagier zu überreden. Aber ich kann nichts versprechen. Es scheint mir fast unmöglich. Du musst es versuchen. Wenn du keinen Erfolg hast, dann gibt es nur noch einen. Einen. Einen was? Vergiss das. Du musst Erfolg haben. Hier, nimm diese Zauberrune. Überbringe sie Koristo, dem obersten Feuermagier, als Zeichen unseres Vertrauens. Damit kann er sich jederzeit vorbei an allen Wachen mitten in diesen Raum teleportieren. Ich hoffe, das überzeugt unsere ehemaligen Freunde von unseren guten Absichten. Hey, coole Idee. Jetzt habe ich rein zufällig auch diese Teleportrune hierfür. Wird doch mal Zeit. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Kapitel 4, Xardas. So, denn unsere Aufgabe mit diesen ganzen Fokussteinen haben wir jetzt hinter uns gelassen. Und hat Satoros irgendwas Neues zu erzählen? Sei gegrüßt. Nein, nicht wirklich. Mögest. Alles klar. Ich glaube, er erwähnte auch noch, dass wir zu Riordian gehen sollten, weil ich glaube, der hätte mal wieder ein paar Tränke für uns. Ich glaube, das hatte er gesagt. Sei gegrüßt. Satoros sagt, du hättest eine Belohnung für mich. Ah, komm näher. Komm näher. Unser spiritueller Führer hat mir von deinen Heldentaten berichtet. Wir alle hier im Lager, ja, in der ganzen Kolonie sind dir zu großem Dank verpflichtet. Nimm dies als einen bescheidenen Ausgleich für all deine Mühen. Okay, 20 Stück, was denn so? 20 Tränke wahrscheinlich, oder? Yeah, Extrakt des Lebens. Dadurch wird meine maximale Lebensenergie um 10 erhöht. Her damit. Wie geil. Und Extrakt des Geistes. Dadurch wird mein Mana um 10 erhöht. Trank der Macht. Geschicklichkeits- und Stärkebonus plus 4 jeweils. Wie cool. Das sind mächtige Geschenke. Dankeschön. Jetzt habe ich schon 290 Lebensenergie. Echt cool. Und 20 Mana. Ja. Hast du auch noch irgendwie eine Belohnung für mich? Sei gegrüßt. Bin ich bereit für den Kreis des Wassers, kann ich ja mal fragen. Bin ich bereit für den Kreis des Wassers? Ich sehe, du bist einer unserer Söldner geworden. Sehr gut, sehr gut. Alles Weitere wird sich mit der Zeit zeigen. Ich dachte, ihr seid mir zu absolutem Dank verpflichtet. Ihr könnt mich mal. Und ich werde jetzt erstmal mit Lee reden und gucken, ob ich endlich hier mal so ein bisschen... Ich persönlich bin der Meinung, dass ich... Wo ist er denn hin? Ich dachte, ich krieg mal endlich die neue Seltenerrüstung. Wo Lee sich befindet und wie wir das mit den Feuermagiern zum Teufel hinkriegen sollen, das erfahren wir beim nächsten Mal gemeinsam, wenn es wieder heißt Let's Play Gothic. Mein Name ist Alex. Bis dann!